Hallo und herzlich willkommen zurück in der Rolle als Alchemist. Sehr schön, dass ihr wieder da seid. So, wir sind nass geworden. Wir waren das letzte Mal hier und haben uns hier ein bisschen umgeschaut. Oh, guck mal. Den nehmen wir mit, den Kürbis. Eine faszinierende kleine Kiste, nicht wahr? Mit ihr kannst du unterwegs nicht nur neue Zutaten erforschen, sondern auch mächtige Tränke brauen. Diese hier gehört mir, doch du kannst sie haben. Oh, schon mal nett von ihm, ne? Keine Angst, Wächter, ich kann später eine neue für mich selber herstellen. Versuche es mal und erforsche ein paar Zutaten damit. Und denk dran, wenn du sie irgendwo in der Einöde verlieren solltest, kannst du immer noch den Forschungstisch im Haus verwenden. Wir grasen mal fix alles ab hier. Jetzt schauen wir mal, was die Teeblätter können, ne? Nicht erkunde, Tee. Ergibt Minus. Ah ja. Da schauen wir mal schnell ins Journal. Filtert Substanzen aus dem Körper. Je nach Dosis kann der Effekt entweder wohltuend oder schädlich sein. Okay, die Beeren haben wir jetzt. Wir haben den Tee, wir haben die Aloe und die Fischgräten. Achso, kann man das Ding eigentlich jetzt aufheben oder was? Ach nee, guck mal, wie geil ist das? Da kannst du das Ding umschnallen. Die Wächter begegnen einander. Fern der Finsternis, doch unter einem Schatten. Wächter haben sich dem Kreislauf und der Wahrung des Gleichgewichts verschworen. Und doch ist dies ein gefährlicher Ort, selbst für unser Eins. Wie dem auch sei. Warum versuchst du nicht, dieses Gebiet nach Materialien und Ausrüstung zu durchsuchen? Es könnte sich lohnen, dein Kampfgeschick an der Attrappe zu üben. Denn das ist keine friedliche Welt. Nicht mehr. Training. Ja, Training können wir machen. Haben wir zwar schon, aber Übung schadet ja nicht. Also mit der Taste da blocken wir. Sieht ein bisschen aus, als ob wir da tanzen wollen, ne? Hey. Und. Okay. Wenn man gedrückt hält, macht er dann einen harten Schlag. Können wir auch unseren Fortschritt irgendwo sehen? Hier, Missionen. Trainieren. Die mir auf der Reise helfen könnten. Kiosk untersuchen. Aloe erforschen. Eierschale erforschen. Ah, wir können auch mal kurz gucken, was wir so haben. Na, ja, rein mit uns. Eierschale haben wir ja gar nicht, ne? Na, dann gehen wir mal weiter hier, du. Da gibt's noch Fässer. Ach, da gibt's wahrscheinlich wieder einen Stamm, ne? Ja, wir haben keine Axt.
So, was haben wir hier? Den Kiosk? Das scheint ein Ort für Anzeigen und Aufträge zu sein. Sie werden von Wächtern genutzt, um bedürftigen Seelen zu helfen. Je mehr Zutaten du erforschst, desto mehr Aufträge erhältst du. Und schließlich lohnt es sich immer, Bedürftigen zu helfen. Na gut, was haben wir hier? Ah, Geld. Ja, danke. Geld nehme ich doch immer gern. Was? Verstecken? Echt jetzt? Wie cool ist das denn? Man sieht mich gar nicht. Okay, wir gehen mal weiter. Weißt du, wenn es an mir läge, wärst du nie an diesen Ort gekommen, um dich diesen Gefahren stellen zu müssen. Aber lass mich dir einen Rat geben, wenn ich auch sonst nichts habe, irgendwann musst du die Einöde durchqueren. Dort befindet sich ein uralter Baum mit tiefreichenden Wurzeln. Und dieser Baum ist von einem zerstörerischen Feuer erfasst. Der Verderbnis natürlich, sie wird dich nicht passieren lassen, nicht ohne einen Kampf. Viel Glück, ich hoffe, wir sehen einander wieder, vor dem Ende. Okay. Aber hier war doch noch, irgendwo war hier noch was. Ich bin der Meinung, irgendwas habe ich noch nicht gesehen hier. Hier ist der Teich. Ah nee, stimmt, da war ja nur der Stumpf. Also wir brauchen auf jeden Fall eine Axt. Ohne Axt geht da nichts. Und was ich auch noch ausprobieren wollte, ist, können wir eigentlich diesen Schleim da an der Tür... Können wir den eigentlich verprügeln? Sag mal. Nee. Der kann mich verprügeln, aber ich ihn nicht scheinbar. Na gut, schade. Ich dachte, ich probiere es wenigstens. So, Eierschale erforschen. Okay, Eierschale her. Um in ein anderes Gebiet zu reisen, wechsle ins Menü und wähle die Karte aus. Ah ja, guck mal. Hier ist irgendwie ein Brunnen oder irgendetwas. So, was gibt's hier? Kohle. 8 Stück nehme ich. Ach, eine Axt. Die legen wir gleich mal auf die Schnellleiste. Man weiß ja nie. Was ist denn das hier? Schmelzhütte. Verstärken oder herstellen? Ach, da verbrauche ich aber irgendwas. Okay, warte, was gab's dann noch? Ah, hier kannst du Sachen dann... Ah ja, hier kann man Sachen basteln. Nice, okay, weiter. Ach, guck mal, da verschwinden die Pflänzle. Was ist das? Guten Tag. Guten Tag. Fremdling. Der Brunnen flüstert. Hörst du es auch? Halte dein Ohr an den Stein, wirf eine Münze hinein, wünsch dir was und bald ist ein Mittel gegen die Verderbnis dein. Du glaubst mir nicht? Halt dein Ohr an den Stein, wirf eine Münze hinein, wünsch dir was und bald ist ein Mittel gegen die Verderbnis dein. Münze reinwerfen. Der Brunnen spricht zu dir mit einer Stimme aus glänzendem Licht. Seine Worte erfüllen dich mit einer inneren Wärme. Jo. Coin for Witcher. Ja, gut. Wenn man mal einen Witcher braucht, ist keiner da, ne? Ah ja, wir heilen. Das ist auch gut. So, hier gibt es nochmal Bären, richtig? Jo. Oha, ein Brot haben wir gekriegt. Ein Weltenfoliant. Was können wir mit dem machen? Wir gucken mal kurz. Von einstigen Wanderern zusammengetragene Informationen über diese Welt. Einige Seiten sind beschädigt.
Okay. Wir verwenden das mal. Studiertes Wissen. Aha. Wir haben schon ganz schön viel Kram, ne? Schön. Haben wir so ein Büchlein gefunden. Nice. Gibt's hier noch irgendwas? Nee. Oh, guck mal, da oben. Da oben ist so eine... Wie komme ich denn da dran? Was ist das für ein Sound? So, Käse. Spiegelei. Mhm. Hier kann man sich hinhocken. Ausruhen. Okay, ja, das will ich alles gerade nicht. Hier ist der seltsame Brunnen. Ah, guck mal, das sieht nach Aloe aus. Kann man da rüberklettern? Nee. Und wir brauchen schon mal Eierschale, wo auch immer wir die herkriegen. Aloe, Aloe. Dankeschön. Hey, lass uns rein, Mann. Aber das ist dieses Dorf, was ich meinte. Ist der gerade hingefallen? Ah, wir haben keine Schaufel. Kann man das Ding hier auch benutzen, oder? Nee. Das ist die Vorratskammer. Ein idealer Ort, um Nahrung zu lagern. Wenn es dir gelingt, menschliche Anhänger zu gewinnen, können sie sich hier ernähren. Aha, schön. So, hier haben wir, können wir Apps kochen. Kann man hier zum Beispiel einen Fisch machen, ne? Jo, komm. Wir kochen den mal. Gebratenes Fischfilet erhalten. Okay. Kann man auch einen Apfel. Ich will eigentlich den Fisch da wieder rausmachen. So, den Fisch. Einzugeben, ah, Escape. Jetzt machen wir mal einen Apfel rein. Gebackener Apfel. Ja, cool. Dann haben wir das soweit. Ich glaube, wir haben keinen Holzscheit mehr. Ach, guck mal, süß, wie der Rauch da noch nachzieht. Oh nee, der sind schon wieder so. Blöde Fässer. Da hat jemand seine Tasche liegen lassen. Oh, noch eine Axt und noch Tränke. Komm, wir schauen mal kurz, was wir da eingesammelt haben. Also die Axt ist klar, Aloe ist klar, gebackener Apfel. Kross gebacken, aber immer noch saftig. Mit einem süßen Duft, der selbst den standhaftesten das Wasser im Mund zusammenlaufen lässt. Krustenbrot, ein frischer Laib Brot, dessen Krume mit Vollkorn verfeinert wurde. Kohle kennen wir schon mal noch nicht. Dieser zarte Fisch mit einer schmackhaften Kruste gewährt einen Einblick in die kulinarischen Schätze des Meeres. So, wir haben doch hier irgendwo Tränke gekriegt, ne? Da oben. Ah, Heilung war das, ne? Ah ja. Okay, weiter geht's. Oh, was ist denn er hier für einer? Hat er da ein Nest auf dem Kopf? Okay. Wieso nicht, ne? Landstreicher. Jemand hat auf mich gewartet, ganz weit weg, auf der anderen Seite der anderen Seite. Doch jetzt. Der Abschiedspier liegt verborgen unter lauernden Ranken, den Killerpflanzen, den Vernichterranken. Sie können sicher mit dem nie mehr Feuer ausgebrannt werden. Das ist dringend nötig. Diese großen Pflanzen lauernden Ranken, so hat er sie genannt. Vielleicht ist in der Nähe mehr darüber zu erfahren. Jo, auf jeden Fall. Die lauernden Ranken. Au, 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 okay. Ihr kleinen, fiesen, frechen, schneid euch noch zurecht. Glaubt mir das. Oh, guck mal, da hängt eine Tasche, die nehmen wir mit.
Getränke, Tränke, Geld und ein Buch. Oh, was für ein Buch war denn das? Ah, nein. Ich wollte eigentlich ins Inventory. So, lass uns gucken. Ja. Yeah. Schon wieder ein Foliant. Den lesen wir gleich. Flüsternder Brunnen. Müssen wir mal ins Journal schauen. Hier, gebackener Apfel und gebratenes Filet. Okay, Hammer. Lauern Ranken. Flüsternder Brunnen. Ein Brunnen in die tieferen Schichten dieser Welt, aus dem sie leise, säuselnden Stimmen der Schöpfung hervordringen. Destilliert man sie zu einer besonderen Substanz namens Sanctum, so hat man die einzige Waffe gegen die Verderbnis in der Hand. Lauernde Ranken, eine dicht wuchernde Rankenpflanze, die in engen Gassen und Winkeln wächst, wo sie die ihr liebste Beute verschlingen kann. Welches ist denn die ihr liebste Beute? Arglose Seelen. Ah, okay. Das bin dann wohl ich. Die einzige bekannte Schwäche der Ranke ist Feuer. Das sie dazu zwingt, sich in die hintersten Felsritzen, aus denen sie gekrochen ist, zurückzuziehen. Ah, nice. Das mobile Labor kennen wir. Apfelfischkammer. Okay. Mensch, wir erfahren ja relativ viel und relativ schnell über die Welt, hm? Oh. Oh, oh, was ist da los? Was machen die da? Wo ist eigentlich meine Axt? Hier. Du hörst bedrohliches Knurren und Gebell in der Nähe. Diese Hunde scheinen verwildert zu sein und bekämpfen einander. Ein Hundeleben. Mehr. Wo willst du hin? Ja, und weg war er, wa? Och, was ist mit ihm? Was ist mit dir los? Entdecken. Diese Hunde haben sich um die Reste gestritten, aber diese hier wirkt zu schwach, um sich zu verteidigen. Oh. Vielleicht braucht er etwas zu essen. Wenn du eine Kreatur zähmen möchtest, musst du herausfinden, was sie ist. Anschließend kannst du sie füttern und ihr Vertrauen gewinnen. Alle Forschungsergebnisse findest du in deinem Notizbuch. Je mehr Kreaturen derselben Spezies du findest, desto mehr erfährst du über sie. Okay. Kann alle Arten von Nahrung verzehren, hat Hunger. Scharfe Zähne. Kann ich ihm dem jetzt was zu essen geben? Ich hab doch hier Fleisch. Guck mal. Er scheint einen Narren an mir gefressen zu haben, nur weil ich ihm eine Fleischkeule gegeben habe. Ja, cool. Vielleicht könnte es einen ähnlichen Effekt haben, wenn du andere Tiere fütterst. Ja, bestimmt sogar. Flinkwedel. Läuft er mir jetzt nach, oder was? Hey, Flinkwedel, wie geht's dir? Ja, Fleisch ist seins, ne? Ich habe ihm jetzt beide Keulen gefüttert. Cool. Und schon ein Freund. Hey, Kumpel, wie geht's dir? Du bist ja ein ganz braver. So. Das scheint ein alter Futtertrog zu sein. Er könnte sich als praktisch erweisen, um gezähmte Tiere zu füttern. Wenn du sie nur in dieses Gehege bekommen könntest. Ey, jo, das kriegen wir schon nach. Hey, yo. Ach, guck mal. Spielen. Warten, begutachten, wandern, spielen. Hehehe.
Ach nee, wie süß. Komm, gehen wir das nochmal von der Seite angucken hier. So. Ja, der freut sich. Komm. Komm, wir gehen spazieren. Wir schauen uns mal hier um, hm? Ach, wie süß. So, mal schauen, ob wir hier noch was finden. Setzen. Hier haben wir eine Truhe. So, jetzt ist die Frage, wir lassen mal zwei von denen da. Drei Appel. Eine Axt können wir mal rausschmeißen. Die Beeren, davon lege ich auch mal welche ab. Kohle. Mobiles Lager, Kürbis. Die Eierschale müssen wir noch erforschen. Wir können noch mal... Wie baue ich denn wieder den Tisch auf? Jetzt müssen wir mal gucken. Mobiles Labor. Ah ja. Und jetzt gucken wir mal nach den Eierschalen. Das könnten wir auch noch hier. Guck mal, die Kohle, oder? Hallo? Das kennen wir jetzt, das kennen wir jetzt. Mal kurz ins Journal reinspickeln. Jo, das ist der Hund, das ist klar. So, jetzt schauen wir mal. Also, der Tee ist klar, den Hammer. Bei der Eierschale fehlt uns auch noch ein bisschen was. Was ist das hier? Kohle. Da fehlt uns auch noch was. Ja, komm. Ach, wir haben nichts mehr, ne? Das ist das Problem. Ah, ja. Der Wolf hat immer noch Hunger. Was frisst denn der? Der frisst alles, ne? Mag er auch Käse oder Spiegelei? Ach, ich gebe ihm noch ein Spiegelei, oder? Okay. Was ist los? Willst du das nicht? Okay. Spiegelei mag er nicht so gern. Wie sieht's denn mit Apfel aus? Magst du einen gebratenen Apfel? Nee, will er auch nicht. Okay. Ist alles nicht so sein Gusto. Aber nachdem wir doch jetzt eine Axt haben, könnten wir doch am Anfang fix noch die Bücher oder Schriftrollen oder was das da war holen, oder? So, wir reisen mal rüber. Ich bin gespannt, ob der Hund überhaupt mitkommt. Ah ja, guck mal. Dafür brauche ich Glas. Okay. Glas haben wir wohl noch nicht. Mehr Holzscheite, sehr gut. Und was haben wir hier? Ah, noch ein Foliant. Den ziehen wir uns natürlich auch fix rein. Wissen-Kiosk. An diesen Ständen bieten Wächter ihre Dienste feil und verkaufen ihre Waren, um allerhand Krankheiten, Beschwerden und, am schwierigsten von allem, das Ableben von Kreaturen zu lindern. Alles für einen fairen Preis von nur einigen wenigen Goldmünzen. Ja, das glaubt ihr aber auch nur. Wir sind ja hier nicht auf dem Bazar, ne? Aber feste Preise für unsere Dienstleistung, ist ja klar. Oh, guck mal, da ist auch so eine. Wie kommt man denn an die dran, ne?
Komm, Flinkwedel. Flinkwedel. Ist auch ein geiler Name eigentlich, ne? So, was gibt's denn hier eigentlich gerade für eine Aufgabe? Jemand scheint dringend einen Heiltrank zu benötigen. Ja, ich hab doch einen, oder? Ah, hier, auffüllen. Nee. Ausführen. Abgeschlossen, so. Ah ja. Oh nu? Kommt jemand und holt das Ding irgendwann, ne? Spannend. So, gehen wir mal weiter. Hier könnte man graben, aber ich habe leider keine Schaufel. Also noch nicht. So, hier gab es nur noch diese blöden Ranken. Hier war der Hund. Ja, dann gehen wir mal weiter, oder? Tja, aber bevor wir weitergehen, machen wir erst einen Folgenwechsel. Ja, und ich und Flinkwedel, wir warten hier auf euch. Und zwar bis gleich zur nächsten Folge. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Genießt die Zeit, bleibt mir gesund.